Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Let's Play. Ja, wir sind hier bei The Legend of Zelda The Wind Waker HD. Na, auf diesem Kanal hat sich ja lange nichts getan. Aber ich habe mir gedacht, weil ich ja Wind Waker halt wirklich liebe, ne? Ich liebe Wind Waker, ist ein gutes Spiel so. Habe ich immer Spaß mit, habe ich mir gedacht, ja gut, spielen wir Zelda Wind Waker einfach auf der Wii U. Wir spielen natürlich mit dem Pro-Controller wegen Questlog 1. Ja, das seht ihr jetzt nicht. Hams. Okay, das geht gerade nicht. Hallo. Achso, ich weiß wieso. So, hallo. Hams. Und wir starten natürlich direkt, würde ich sagen. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit dem Let's Play. Ja, ich rede aber nochmal ein bisschen gleich über andere Sachen. Ne? Also. So, das wird jetzt 10 Minuten gehen. Ich weiß nicht, ich kann ja jetzt sozusagen meine eigene Hintergrundgeschichte erzählen. Ja, meine eigene, wie, was denn in letzter Zeit passiert ist, weil in letzter Zeit kam ja nicht viel hier auf diesem Kanal, ne? Auf Drama Lama, so. Aber ich kann sagen, auf jeden Fall, in den Ferien kommen mehr Videos, denn ich habe mit dem guten, zum Beispiel Parsi301, habe ich ein One-on-One aufgenommen, das eigentlich auch, ich weiß nicht, ob ich das hier, eigentlich, ich glaube, ich veröffentliche das hier zuerst, und dann kommt später noch ein One-on-One mit Parsi301, nämlich in Super Mario Bros. 3. Es wird auf jeden Fall auch super spannend. Wir hatten da, also, oh, ich darf gar nicht One-on-One sagen, fällt mir gerade auf. Wir wollten den Namen nicht benutzen. Wir, irgendwie die Berge, die Krampelberger oder so haben wir es dann am Ende genannt. Das ist unser, ne, Format, in dem wir, so Singleplayer-Spiele gegeneinander spielen. Das heißt, wer zuerst, ne, fertig ist mit dem Spiel. Das kommt dann irgendwie vielleicht einen Tag hier nach oder so, oder vielleicht sogar am gleichen Tag. Ich weiß selber nicht, wie ich das alles machen werde, aber man kann ja sagen, ich habe lange nicht mehr Videos gemacht. So, das ist ja erstmal die erste Sache. Und dazu kann ich sagen, dass ich ja davor diesen Style von Videos hatte. Übrigens, ich habe wieder das Video mit Pikmin 3, dieses Einleitungsvideo, habe ich wieder hochgenommen, ne? Ist wieder hochgeladen. Da habe ich, also, das war ja eine Zeit lang, hatte ich es ungelistet gestellt, aber jetzt habe ich es wieder hochgenommen. Da hatte ich ja so einen Style von Videos, ja, manche würden es vielleicht Mock-Style nennen. Das letzte Video war vielleicht eher so Game Makers Toolkit Wannabe-Style, so. Und dafür muss ich mich natürlich immer an ein Skript setzen, okay? Und das war schon eigentlich immer das Problem. Man hat auch bei meinen alten Videos so gemerkt, dass ich halt immer so ein Skript angefangen habe und da Bock gehabt habe, und dann je länger es wurde, desto weniger Bock hatte ich drauf. Deswegen habe ich mir dann in letzter Zeit gedacht, so, yo, du machst halt doch wirklich nur Sachen, wenn du richtig Bock drauf hast. Und es sind, manchmal habe ich wirklich mir sogar, ey, ich habe wieder Bock, da kann ich was machen. Aber irgendwie zu einem Ende gekommen sind die ganzen Sachen nie so richtig. Ich habe halt mittlerweile, ich hatte wirklich so eine Zeit, wo ich relativ wenig Videospiele einfach gespielt habe, muss man ja sagen. Also ich habe halt nicht, ich kannte mich schon noch mit Videospielen aus. Ich hatte ja einen PC und so und habe auch so ein paar Spiele gespielt. Halt größtenteils so Multiplayer-Spiele, irgendwie vielleicht. Kann sein, dass ich da so zu der Zeit so CSGO und so viel gespielt habe. Aber so wirklich Singleplayer-Spiele oder halt mich generell mit Spielen auseinandergesetzt. Oh, das Spiel ist vielleicht. Ah, das Spiel geht so. Aber ich rede ja eh lauter. Aber ich kann es mal ein bisschen lauter machen. Also. Oder vielleicht sogar noch ein bisschen. Jetzt ist das Spiel halt mitten ein paar lauter. Aber das ist auch völlig okay. Ja, wo war ich denn gerade? Achso, ja, ich hatte da nicht so viel mit Spielen eigentlich zu tun. Deswegen hatte ich auch nicht so viel, worüber ich schreiben könnte. Mittlerweile würde ich sogar echt sagen, dass ich wieder sehr viel spiele. Also ich, es ist ja, also, ob das nun Multiplayer-Spiele sind, ob das nun Singleplayer-Sachen sind, also ich meine, das große Singleplayer-Spiel, ja, was ja bei mir, ja, da mache ich jetzt ein Remake von, weil. Hamza! Ah, da steht Big Brother, wieso steht ja Big Brother, Digga? Bin ich irgendwie.
Ja, ich bin doch Hams. Ach so, hier kommt. Hams! Hä? Ach so, da war das schon davor so. War das schon immer so? Ja, gut. Ja, also der große, das große Singleplayer-Spiel, womit ich, also wo ich auch bestimmt irgendwie drei Skripte zu angefangen habe, war halt Dark Souls, so ziemlich die ganze Dark Souls-Reihe, weil ich halt die sehr gern mag und die mich. Halt, es gibt wenige Spiele, die ich so spiele und mir währenddessen denke, Alter, so. Und ich, so, es, mittlerweile gibt es wirklich wenige Spiele, wo ich mir so denke, die kann ich nicht mehr so loslassen mäßig, die muss ich durchspielen. Und das war halt bei Dark Souls 3, 2, 1 und Bloodborne so und Sekiro auch. Ja, und deswegen wollte ich darüber eigentlich ein Video machen. Aber halt, wenn ich wirklich ein ausführliches Video vor allem über die Spiele machen müsste, dann würde das halt auch so ein richtig, so, dann würde ich dem Spiel auch gerecht werden wollen. Dann würde ich halt so richtig, also würde ich das wollen, dass da so ein crazy Video rauskommt, das ja relativ lang ist und so. Und deswegen, die Speedruns jetzt mal wieder. Und deswegen, ja, ist es da nie zu einem Video gekommen oder so. Ich hätte eigentlich mittlerweile wieder Lust zu schneiden und solche Sachen, aber, weil ich halt auch wirklich lange nicht mehr irgendwas mit Videoschneiden gemacht habe. So, dass mein. Eigentlich, das könnte sogar wirklich mein Lieblingscharakter sein im ganzen Spiel, Alter. Mit dem Schiff eigentlich. Aber schön mal Rubine sammeln, da sagt man nichts. Ne? So. Ja, das heißt. Wo war ich wieder gerade? Ich komme ein bisschen vom Teil ab, ne? Da ist auch ein Schwein, ne? Das ist auch cool. Ich weiß gar nicht, ob das mir was bringt, wenn ich das jetzt hole. Ey. Okay, das war doof. Jetzt aber. Ah, ich verwechsel immer A und B. Guck mal, das ist auch. Oh, mies. Das ist auch ein Problem, wenn man natürlich so ein Xbox-Gamer wie ich mittlerweile geworden ist. Dass man immer A und B bei den Nintendo-Tasten verwechselt. Es ist halt auch wirklich ein Problem, ich bin ehrlich. Es ist wirklich ein Problem. Aber wieso, also, ja, weil es halt so japanisch ist und so. Ja, das ist ja auch crazy, dass man einfach auf der PS4 mit dem Kreisknopf bestätigen soll. Ja, es kommt mir nicht in den Kopf, wie das passieren sollte im Leben. Aber es passiert halt doch irgendwie. Ja, okay, das kriege ich, glaube ich, nicht mehr hin. Außer ich gehe da. Da ist mein Wecker, eine Sekunde. Ich habe schon nämlich, ne, das ist mein erster Tag, dass ich jetzt mit dem Abi fertig bin. Also wirklich, jetzt habe ich nichts mehr sozusagen in meinem Leben. Nee, jetzt bin ich komplett fertig mit der Schule zumindest. Jetzt geht es halt als nächstes bei mir ans Studieren. Aber ja. Jetzt erstmal ein bisschen, ein bisschen. Kämpfen meine ich, ne? Da ist mir gerade das Wort nicht eingefallen. Ja, danke, hallo. Ich möchte nur ein bisschen kämpfen. Ach so, ich muss es dagegen machen, stimmt. Ey, aber das sind halt so Sachen, solche kleinen Sachen wie diese Sketches so ein bisschen, okay? Und da bin ich jetzt ganz ehrlich, ich liebe Breath of the Wild, okay? Aber solche Sachen fehlen Breath of the Wild ein bisschen. Dieses, also das hat's zwar schon, und die Sachen, die es hat, wenn ich zum Beispiel so an diese Zora-Story da denke. Okay. Hä, was? Only B, achso. Wenn ich an diese Zora-Story da denke und generell an die meisten Story-Sachen da, dann denke ich, das war richtig cool, ich hatte da richtig Spaß, aber viel mehr gab's halt auch nicht. Es gibt halt, es gab halt diese paar Dungeons da, aber viel mehr gab's da auch nicht. Und es gibt halt den DLC, den habe ich leider noch nicht gespielt, aber ich würde den so ja gerne spielen, weil der hat ja, glaube ich, einen komplett neuen Dungeon mit neuen Charakteren und so. Weil, wie gesagt, die Charaktere und so in dem Spiel fand ich richtig cool, wenn es halt mal welche so richtig gab. Und auch, also,
Auch in den Nebenquests waren ja manchmal coole Sachen irgendwie, aber so von dem Vibe, wie es hier war, gab es es halt nicht so richtig, zumindest meines Wissens nach. Und ja. Was hat er jetzt? Habe ich jetzt mein Schwert bekommen oder war ich zu schlecht? Ja. Oder muss ich erstmal zu meiner Omi? Nachher bin ich jetzt zu früh. Ja, okay. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt nochmal machen soll. Es wäre doof, wenn ich es nicht machen sollte. Aber ich mache es jetzt einfach nochmal. Und um ehrlich zu sein, um auch hier ehrlich zu sein, wenn wir jetzt über meine Meinung in diesen Videospielen reden, dann würde ich sagen, ist sogar Wind Waker, also einmal das Beste von den alten Zeldas und auch das Kampfsystem finde ich, fühlt sich am besten an. Vielleicht auch, weil ich halt so, also weil ich das so viel damals gespielt habe, aber wenn ich irgendwie an Twilight Princess, obwohl Twilight Princess hat schon ein gutes Kampfsystem. Ich glaube, bei Twilight Princess ist sogar das Beste das Kampfsystem. Aber eigentlich sind alle Kampfsysteme von diesen Spielen nicht die besten, aber ja. Ist halt kein Dark Souls, muss man sagen. Das denke ich mir halt mittlerweile bei jedem Spiel so. Es ist halt kein Dark Souls, weil Dark Souls einfach so abnormal gut ist, ne? Das ist halt wirklich so. Und übrigens, also ich kenne Leute, die sagen, dass dieses Remake hier richtig, also die dieses Remake sagen, dass von diesem Remake sagen, dass das sogar schlimmer aussieht als die normale Version. Aber ich finde halt wirklich, dass die sehr schön war. Ich mag das sehr gerne. Ich weiß sogar noch damals, ne, als Klein Hamza diese Direct geschaut hat, da habe ich mich erst vor kurzem daran erinnert. Super, also ich finde es super weird, darüber heute nachzudenken, weil sowas würde Nintendo halt heute nie wieder machen. Aber die hatten ja diese eine Präsentation, wo sie, diese Zelda-Präsentation, glaube ich, wo sie ganz viel einfach nur gesagt haben. Ja, das kommt vielleicht irgendwann so. Und so richtig irgendwie in der Pipeline irgendwelche Spiele angekündigt, die nichts zu zeigen hatten, richtig. Und dann haben sie halt so, ja, Wind Waker HD kommt mit, also und dann so mit so drei, vier Screenshots dazu. Und ich fand das eigentlich gut aus. Und ich habe mich auch richtig gefreut, weil Wind Waker halt schon damals mein Lieblings, Zelda war. Deswegen war das halt damals crazy. Und dann haben sie halt zum Beispiel auch gesagt, ja, es wird auch ein Mainline-Zelda-Titel kommen und solche Sachen. Nein, würde Nintendo heute nie machen. Außer in dieser einen E3 Direct, vielleicht mit Metroid Prime 4, da haben sie ganz viel so gemacht, aber. So, diese Art von Direct, wie sie damals war, hätte sie Nintendo niemals gemacht. Also ich weiß auch nicht mehr, wie es genau war, aber ich erinnere mich wirklich, dass es eine Direct war, wo wirklich fast nur so Sachen angekündigt wurden, wo sie die ganze Zeit gesagt haben, ja, wir planen das und das und wir machen es ungefähr so, ja, und halt nie irgendwie richtig Trailer gezeigt. Vielleicht ist es auch gerade ein falsches, ne, ein falsches Statement, was ich hier gerade setze, aber ich hab das so in Erinnerung. Und ich finde es crazy, weil es halt so. Ich habe mich vor kurzem daran erinnert und ich habe mir so gedacht, ah, warte, das gab's ja wirklich. Ja. Ich hoffe, jetzt darf ich Dinge tun hier. Aber das ist auch ein guter Charakter, bin ehrlich. Wieso ich übrigens. Achso, doch. Eigentlich wollte ich es auf Deutsch stellen, aber. Das hätte dann meine Nostalgie wieder geteilt. Aber ich würde sogar behaupten, meine ganze Nostalgie beruht eigentlich auf GameCube-Spielen. Ne? Das habe ich auch erst wieder vor kurzem gemerkt. Wenn mir irgendwas so. Also ich habe ja sogar so. Irgendwie Yoshi's Island habe ich auch damals gespielt. Nicht durch, aber. Oder Super Mario World habe ich auch nicht durch damals, aber habe ich auch gespielt so. Aber ich habe da halt null Nostalgie zu. Also. Wieso ist es too soon, dass der mir ein Schwert gibt? Was laberst du? Muss ich jetzt erstmal da hochgehen, oder was? Ah, ich muss wahrscheinlich. Ah, ich muss nochmal zu der Frau. Ja,
Ich weiß nicht mehr, wo ich gerade war, aber. Ah, stimmt, so bei Super Mario World zum Beispiel habe ich gar nicht Nostalgie, aber was halt daran, glaube ich, liegt. Einmal auch, dass ich es nicht selber besessen habe, das war halt von meinen Geschwistern die Sachen und so. Und einen Großteil davon habe ich auch zugeschaut. Man muss aber auch sagen, auf dem GameCube habe ich auch sehr viel zugeschaut. Also da habe ich wirklich oft so Nostalgie-Sachen, dass ich mir so denke, vor allem bei Metroid Prime oder so, erinnere ich mich sehr oft, wie ich einfach da saß und bei Metroid Prime zugeschaut habe, weil ich es natürlich nicht spielen durfte, weil ich nicht 12 war. Das war auch eine Zeit, wo ich immer, also wo ich mein ganzes Leben darauf gewartet habe, dass ich 12 wurde, damit ich Metroid Prime spielen kann. Ja. Ey, wir haben Geburtstag aber auch, ne? Geburtstag auch so eine Sache, aber hatte ich jetzt lange nicht mehr, ne? Ja. Ey, aber es ist so traurig, wirklich, das fällt mir gerade auf. Es ist so traurig, dass ich dieses Spiel nie. Ja, dass ich dieses Spiel nie auf der Wii U komplett durchgespielt habe. Weil eigentlich, ich liebe dieses Spiel so hart. Es ist unglaublich, wie sehr ich es liebe. Soll ich da nicht drauf schauen und dann. Ja, Bro! Das ist die rote Postbox. Ja? Hä? Jetzt aber einmal, ey. Ganz, ganz weird. Nee, aber ich würde. Ich würde dieses Spiel richtig gerne eigentlich auf der Wii U durchspielen, weil ich da sehr viel. Da zum Beispiel verbinde ich auch sehr viel Nostalgie mit. Da sogar zum Beispiel gar nicht viel mit irgendwie Zuschauen. Ich habe da wenig zugeschaut. Ich habe selber den Großteil davon gespielt. Und vielleicht auch genau deswegen habe ich da so einen Chunk an Nostalgie einfach, weil ich mir so denke, ey, es war einfach immer eine gute Zeit, dieses Spiel zu spielen, weil auch dieses Spiel richtig gute Vibes hat. So, weißt du, du spielst es, du gehst auf diese See und dann so ein. Kommt die krasse Musik, die Musik von dem Spiel einfach auch so richtig charming und gut so. Ich feiere das richtig. Und allein auch schon diese Cutscene, kein anderes Spiel will so eine coole Cutscene haben. Ich bin ehrlich so. Und es hat so einen schönen Artstyle und es fühlt sich einfach gut an, in dieser Welt zu sein. So. Ja, und mit diesem Fazit, es war jetzt ein 17, 18 Minuten Part, vielleicht jetzt wird es ein 17 wahrscheinlich auf YouTube oder so. Aber ne, ich hoffe, der erste Part von Zelda Wind Waker HD hat euch gefallen. Jetzt natürlich die Frage, was machen wir mit der Frau, die da jetzt reingefallen ist? Ne? Wie finden wir die hier? Ne? So. Deswegen verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal und macht's gut. Tschüss.